Padlet ist eine einfache Online-Pinnwand, mit der du sehr gut mit anderen Leuten zusammenarbeiten kannst, unabhängig von Raum und Zeit. Im Prinzip brauchst du keinen Login, du kannst direkt eine Wand erstellen. Das hat allerdings den Nachteil, dass dann du keine speziellen Rechte hast. Die ist jetzt im Prinzip anonym und wenn du selber einen Login hast, so kannst du viel besser einstellen, wer was wann auf dieser Online-Pinnwand anstellen darf. Also für die schnelle und um sich ein Bild zu machen, durchaus okay. Ich empfehle dir, einen Account anzulegen. Und wenn du dann angemeldet bist, sieht es so aus. Du siehst hier alle bisherigen Padlets. Und über dem Befehl Neues Padlet wird auch so wieder eine neue Online-Pinnwand erstellt. Mit einem Doppeltipp wird zugleich ein Zettelchen gemacht. Da kannst du mit deinen Kollegen vereinbaren, was da reinkommen soll, zum Beispiel, dass zuerst immer der Name des Autors geschrieben werden soll und dann der Beitrag. Und du siehst, du kannst auch Anhänge hinzufügen. Das kann ein PDF sein, ein Foto, das du vom Computer holst, das du direkt mit der Webcam oder mit deinem iPhone machst. Und du kannst selbstverständlich auch einfach einen Link einfügen. Diese Zettelchen, die sind nachher frei verschiebbar und wie du siehst, sehr multimedial. Mit einem Tipp darauf kommt eine große Ansicht, unter anderem jetzt in diesem Fall von diesem Film. Nun, das Wichtigste ist allerdings natürlich dieses Menü hier drüben. Hier kommst du wieder zur Einstiegsseite. Hier erstellst du eine neue Wand. Das ist ein Benutzerprofil, das du noch anpassen kannst. Da gehe ich aber nicht näher darauf ein. Überteilen, exportieren. Hast du die Möglichkeit, diese Wand jetzt weiterzugeben per Mail. Du kannst sie ausdrucken in verschiedenen Formaten, als PDF oder Bild, herunterzuladen, in verschiedenen Social Media anzupreisen. Du kannst sie in eine bestehende Website, zum Beispiel in einem Blog, einbinden, indem du diesen Code kopierst. Du hast hier unten die Adresse, da komme ich aber gleich nochmals darauf, die ist jetzt nicht sehr selbsterklärend und das ist übrigens dieselbe, die du auch hier oben siehst und ja, die ist ein bisschen mühsam abzuschreiben, deshalb zeige ich dir nachher noch einen besseren Trick oder natürlich, du kannst auch diese Wand als QR-Code weitergeben, so ist man mit einem mobilen Gerät natürlich im Nu darauf. Die Infos geben die wichtigsten Angaben zu dieser Wand. Die Hilfe ist recht praktisch, um sich über die Funktionen einen Überblick zu verschaffen, unter anderem eben auch all diese Kurzbefehle, die praktisch sind. Da schaust du am besten mal bei Gelegenheit noch rein. Das Wichtigste allerdings ist dieses Zahnradsymbol Wand bearbeiten. Hier kannst du jetzt einen Titel eingeben. Und allenfalls einen Auftrag oder eine Beschreibung. Und du könntest hier auch noch ein Logo festlegen, das da in der Ecke erscheint. Beim Hintergrund könntest du eine andere Oberfläche wählen. Ich bevorzuge eine möglichst ruhige, einheitliche, die eben nicht vom Inhalt ablenkt, aber manchmal kann vielleicht etwas Dunkleres wirkungsvoller sein. Selbstverständlich kannst du auch ein eigenes Foto als Hintergrund bestimmen. Layout ist wichtig. Im Moment sind es frei verschiebbare Zettel. Das ist sehr praktisch, wenn man auch Ideen gruppieren möchte, Zettel sortieren möchte. Der Stream wäre mehr wie so bei Facebook oder in einem Blog, das zeitlich gestaffelt untereinander. Und Grid ist so eine Art Raster, das eben eine fixe Anordnung dieser Beiträge hat. Je nach Verwendungszweck kann das eine oder das andere geeigneter sein. Datenschutz ist sehr wichtig. Im Moment können alle hier Zettel erstellen, die den Link kennen. Das ist also ein verborgener Link, der kann nicht einfach erraten werden. Und alle die, die können schreiben, also
hier eben einen Zettel anlegen. Du kannst aber später, wenn die Wand voll ist, das auch zurücksetzen auf Ansehen. Das heißt, dann kann man nur noch die Zettel lesen, aber nichts mehr daran ändern. Oder kann moderieren, das heißt, dass jeder die Zettel verschieben und allenfalls auch löschen kann. Du kannst die Wand selbstverständlich auch ganz öffentlich machen, dann würde sie auf der Padlet Homepage angezeigt. Du kannst einen Passwortschutz einrichten, dann können nur diejenigen, die das Passwort kennen, daran arbeiten. Und wenn du es auf privat legst, dann ist es deine private Pinwand und niemand hat Zugriff darauf. Ebenso könntest du Leute per Mail oder Padlet-Benutzername zur Mitarbeit einladen, dann haben nur diejenigen, die eben diese Mail erhalten oder diese Einladung, die Möglichkeit mitzuarbeiten. Und als letztes noch Post moderieren. Das heißt, dass die Posts unsichtbar sind für alle anderen und erst wenn sie von dir anerkannt werden, dann werden sie für alle anderen auch sichtbar. Das kann sinnvoll sein, wenn man nicht will, dass die anderen schon alle Ideen mitbekommen, wenn wirklich das eine geheime Sache sein soll. Immer daran denken, dass du das wieder speicherst, wenn du das geändert hast. Ich habe jetzt eigentlich gar nichts daran gemacht. Bei Benachrichtigungen kannst du dir eine E-Mail schicken lassen, wenn jemand daran gearbeitet hat. Adresse, das ist jetzt eben sinnvoll, wenn die Adresse von jemandem abgeschrieben werden soll. Da könntest du irgendeinen Titel geben und entsprechend passt sich dann die Adresse an. Diese Wand kannst du auch kopieren, entweder mit allen Zetteln oder ohne. Wenn du zum Beispiel mit einer anderen Gruppe dasselbe noch weiter bearbeiten möchtest und natürlich auch wieder löschen. Tja, das wären schon die wichtigsten Dinge, die du zu Padlet wissen musst. Ich wünsche dir viel Spaß und viel Erfolg mit deinen eigenen Online-Pinwänden.